Ja, sehr, sehr gerne. Also für mich ist es ja, Sie wissen, Herr Stegen, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Questback. Das erste Mal, dass ich auf der Research and Result bin. Und die Wurzeln von uns sind tatsächlich in der Marktforschung. Und tatsächlich ist es eine sehr angenehme Umgebung. Es ist sehr, sehr gut, dass wir unsere Kunden und Partner hier finden. Und die Resonanz, die wir hier haben, ist ausgesprochen gut. Ja, sehr positiv. Danke. Tatsächlich ist es die Vertiefung der Beziehungen zu existenten Kunden und Partnern. Und die besondere Herausforderung ist natürlich immer wieder Neugeschäft auch zu generieren. Das gehört natürlich mit dazu. Ferner haben wir natürlich einiges im Portfolio, was sehr, sehr gut und neu ist. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das hier halt erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zeigen können. Wir sind mit Sicherheit als Plattformanbieter in einem Markt unterwegs, der in der Marktforschung geprägt ist durch technologische Plattformen, wo wir eine Vorreiterrolle spielen, wo wir uns sehr viel Mühe geben, innovativ weiter die Technologie zu liefern, damit Marktforscher weiterhin in ihrem Job erfolgreich sind. Die nationalen und internationalen Anforderungen, ich glaube nicht, dass sie sich maßgeblich unterscheiden. Wir merken heute, dass wir mit dem, was wir im Portfolio haben, sei es die Panel-Themen, Survey-Themen oder jetzt auch neu, einen großen Schwerpunkt legen auf die Auswertung der Informationen, die gesammelt werden, sehr gut aufgestellt sind. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir national, aber auch international sehr, sehr gut gerüstet sind und diese Nachfragen tatsächlich steigend sind. Und wir haben kürzlich jetzt ein neues Büro, ein weiteres in den USA in Austin aufgemacht. Und da sind es gerade sehr große Kunden, die sich für unsere Technologie interessieren. Ich denke eher, das ist oftmals ein Thema von gesättigtem Markt versus einem neuen Markt, der dort teilweise zu unterschiedlichen Sichten auf die gleichen Themen letztendlich wieder liefert. Genauso wie ich es prognostiziert hatte. Wir hatten ja bereits am Anfang, als ich gestartet bin, ein sehr, sehr kurzes Interview schon gehabt in dem Kontext. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig war, zu fokussieren auf die Themen, wo wir wirklich herkommen und die Wurzeln tatsächlich ein Stück weit neu zu entdecken. Und da, wo wir herkommen, ist das akademische Umfeld. Dort sind wir mit Unipark sehr, sehr gut aufgestellt. Diese Community vertiefen wir, breiten sie aus. Und das Ganze hat sehr, sehr viel Interaktion, gerade wenn es um Methoden geht, um Fragetypen geht, beispielsweise auf das, was wir in unserem Development-Bereich als neue Innovation liefern. Da sind wir gut aufgestellt. Wir haben dort einige Themen positiv beantwortet. Vieles davon zeigen wir heute. Wir hatten einige Ankündigungen jetzt gerade Anfang Herbst gehabt. Und gleichermaßen in dem Markt Enterprise haben wir neue Schwerpunkte gesetzt mit horizontalen Themen im Sinne von Voice of the Customer, Voice of the Employee. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, sehr fokussiert unterwegs. Wir haben vieles verändert innerhalb der Questback-Organisation. Und wir freuen uns tatsächlich über die sehr, sehr gute Resonanz bestehender Kunden, aber auch einiger neuer Kunden. Ja, das ist immer eine sehr, sehr spannende Frage und tatsächlich haben wir jetzt im Herbst viele neue Dinge gelauncht. Wir haben einiges auch an Lücken geschlossen tatsächlich. Wir haben neue Fragetypen auf die Plattform gebracht, die jetzt in der Release 10 gelauncht wurden. Das erzeugt sehr, sehr viel Spannung. Es gibt viele, viele neue Möglichkeiten an dieser Ecke. Wir haben gleichzeitig im Responsive Layout die Möglichkeit geschaffen, Mobilität zu unterstreichen. Ich denke, dass wir der erste Hersteller tatsächlich sind, der die Devise hat, Mobility First. Das zeigt auch die Messe, denn das ist unser Schwerpunktthema heute auf der Research and Result, dass die Nachfrage gerade dort steigt, um tatsächlich viele, die uns halt auch interessieren, wo wir die Meinungen hören wollen, eben nicht abstreifen, sondern dort mit der Technologie abholen, die sie tatsächlich tagtäglich sehr, sehr häufig verwendet. Und ein drittes Schwerpunktthema, das wir aktuell gelauncht haben, ist das Thema Realtime-Feedback, im Grunde Dashboard-Technologie, wo wir halt die Möglichkeit liefern, aus der Masse an Informationen, die gesammelt wurde, in Realzeit aussagekräftige Informationen zu liefern. Das ist schon sehr viel Innovation und dieser Pfad wird weitergeben. Sie können gespannt sein auf neue Innovationen, die wir mit Sicherheit peu à peu, Quartal für Quartal liefern werden.